Hallo Freunde des Jungle Drum Radio, mein Name ist Lars Schall, ich bin unabhängiger Finanzjournalist aus dem Ruhrgebiet. Heute geht es einmal mehr um den CIA-Folterbericht, den der Geheimdienstausschuss des US-Senats am 9. Dezember 2014 unter dem Titel Committee Study of the CIA's Detention and Interrogation Program, Findings and Conclusions veröffentlichte. Wir hatten das Thema bereits vor kurzem besprochen, damals mit Matthias Bröckers, und zwar anlässlich der Veröffentlichung der deutschen Übersetzung des Reports. Ihr findet das Interview unter dem Titel Warum hat die CIA gefoltert? Mein heutiger Gesprächsgast hat sich das Interview angehört und für gut befunden. Was bemerkenswert ist, insofern mein heutiger Gesprächsgast der Herausgeber der deutschen Übersetzung des CIA-Folterreports ist. Und das ist Wolfgang Neskowitsch, ehemals Richter am Bundesgerichtshof in Karlsruhe. Einen schönen guten Tag. Ja, schönen guten Tag. Herr Neskowitsch, wie erwähnt, haben Sie die Herausgeberschaft der deutschen Ausgabe des CIA-Folterberichts übernommen. Wie ist es zur deutschen Ausgabe gekommen? Das ist ja alles andere als eine Selbstverständlichkeit. Nein, das ist es nicht. Und deswegen bin ich dem Verleger Markus Kasten vom Westend-Verlag auch ausgesprochen dankbar, als er mit der Bitte an mich herangetreten ist, ob ich die Herausgeberschaft der deutschen Übersetzung übernehmen würde. Grund für die Bitte an mich war die Tatsache, dass ich mich mit diesem Thema, insbesondere in der Zeit, in der ich im Bundestag tätig war, auseinandergesetzt habe. Ich war 7 Jahre lang Mitglied im Parlamentarischen Kontrollgremium. Das ist das Gremium, das im Deutschen Bundestag für die deutschen Geheimdienste zuständig ist. Ich war Obmann der Linksfraktion im sogenannten BND-Untersuchungsausschuss. Da ging es damals auch schon um die Frage, ob deutsche Geheimdienste Folter outgesourced haben, also mit anderen Worten den Amerikanern Informationen gegeben haben, die dann in der Folge dazu geführt haben, dass Personen entführt und gefoltert worden sind und bei denen dann deutsche Vernehmungsbeamte aufgetaucht sind, um dann mit ihnen zu reden. Die haben dann angeblich keine Folterspuren gesehen und auch keine Vermutung gehabt, dass es Folter gewesen sei, sodass sie meinten, dass nach unseren rechtlichen Maßstäben diese Vernehmung in Ordnung gewesen sei. Dabei ging es um Murat Kurnaz und einen Herrn Tamar, der in Syrien einsaß, beide hier aus Deutschland stammend, und auch einen Herrn Al-Masri, der entführt worden war und der dann später von den US-Geheimdiensten wieder freigelassen wurde, weil man der Überzeugung war, dass man eine Namensverwechslung vorgenommen hatte und deswegen den Falschen entführt hatte. Das waren die 3 Fälle, die damals im BND-Untersuchungsausschuss neben anderen Themen Gegenstand unserer Untersuchung waren. Und wir sind leider nicht dazu gekommen, dass unser Untersuchungsauftrag erfüllt werden konnte, weil eben die Bundesregierung in verfassungswidriger Weise unsere Aufklärungsbemühungen sabotiert hat. Wir sind auch vor das Verfassungsgericht gezogen, haben auch gewonnen, aber da war die Legislaturperiode vorbei, sodass wir eigentlich die Untersuchung, zu der wir vom Bundestag beauftragt worden waren, nicht haben zu Ende führen können. Und in der neuen Legislaturperiode, also in der letzten, gab es keine Bereitschaft, das Thema wieder aufzugreifen. Ah ja. Die Frage stellt sich ja auch nachher, welche Konsequenzen der Bericht haben wird. Man kann jetzt schon vielleicht absehen, was Geheimdienste angeht, da ist nicht so Reformeifer vorhanden, oder? Das ist sicherlich richtig. Also wir haben ja einen Untersuchungsbericht, den sogenannten NSU-Bericht des Deutschen Bundestages, auch einen Untersuchungsausschuss in der letzten Legislaturperiode. Da ging es um den innerdeutschen Geheimdienst, sprich um den Verfassungsschutz. Und da hat zwar in diesen Tagen der Bundesinnenminister angekündigt, dass man jetzt eine umfassende Reform auf der Grundlage der Empfehlung des Deutschen Bundestages vornehmen werde. Aber ob das der Fall sein wird, wage ich zu bezweifeln, nach den Erfahrungen, die ich in 8 Jahren Bundestag im Umgang mit Geheimdiensten gesammelt habe. Also ich würde sagen, außer dem Bergrecht gibt es kein Rechtsgebiet, und ich habe ja auch Zugang zu diesem Thema über meine frühere Tätigkeit als Richter am Bundesgerichtshof. Also ich habe auch immer eine richterliche Sichtweise auf die Themen. Kann ich sagen, es gibt keinen Bereich, wo so sehr die Lobbyisten, also hier die Juristen der Geheimdienste oder im Bergrecht eben die Juristen der Bergbauunternehmen, so sehr den Gesetzgeber die Hand geführt haben im übertragenen Sinne,
dass eigentlich ihre Interessen eins zu eins berücksichtigt worden sind und die allgemeinen Interessen, die Wirtschaftsinteressen oder hier den angeblichen Sicherheitsinteressen des Staates eben hinten angestellt worden. Und deswegen muss da unbedingt die Öffentlichkeit mobilisiert werden. Es muss mehr Sensibilität dafür gewonnen werden, dass Geheimdienste effizient im Parlament kontrolliert werden. Das ist zurzeit nicht der Fall. Das, was wir als parlamentarische Kontrolle haben, kann man nur als Witz bezeichnen, als Placebo, als Beruhigungspille für die Bevölkerung. Und ich habe dazu auch in diesem Buch Vorschläge gemacht, wie man sowohl den Verfassungsschutz effizienter reformieren kann und insbesondere auch den Bundesnachrichtendienst. Ja, kommen wir jetzt nun erst einmal zu dem CIA-Folterbericht. Worin liegt die Bedeutung des Berichts? Also ich finde, das ist ein einzigartiges Dokument von, so kann man das sagen, von historischer Bedeutung. Und das sollte von möglichst vielen Menschen gelesen werden. Jeder, der wissen will, wozu Staaten, die Rechtsstaaten sein wollen, fähig sind, wenn sie Terror bekämpfen, sollte dieses Buch in seinem Bücherregal haben. Es ist ein hervorragend informierendes Nachschlagewerk über die Folterpraxis der CIA nach dem 11. September. Und hier ist es nicht die Fantasie eines Romanautors, die uns einen Einblick in die Folterpraxis der CIA nach dem 11. September eröffnet, sondern es ist die Wirklichkeit. Die Öffentlichkeit erhält ein offizielles Dokument und der, das sagten Sie an der Eingangsmoderation, für die Geheimdienstkontrolle zuständige US-Senatsausschuss hat fast 6 Jahre an der Erstellung dieses Berichts gearbeitet und dabei unter anderem 6 Millionen Dokumente ausgewertet. Und der Bericht erzählt detailliert und umfassend die Geschichte der CIA-Folterpraxis nach dem 11. September von Anfang bis Ende. Und da wird nachvollziehbar und mit vielen Belegen versehen, einfach der Schleier der Geheimhaltung gelüftet. Und wir erhalten einen authentischen Blick hinter die Kulissen der CIA für diesen Bereich. Und der Mythos des Geheimen, hinter dem sich die Geheimdienste so gern verstecken, wird mit diesem Bericht aufgehoben. Und darin liegt seine Einzigartigkeit. Und ich als ehemaliger deutscher Geheimdienstkontrolleur kann eigentlich nur von Neid erblassen über einen solchen umfangreichen Bericht. Also wenn man das mal in ein Bild fassen würde, die Verfasser des Berichts haben nicht alle Dokumente, die diesen Bereich betreffen, einsehen können. Sie haben insbesondere keine Dokumente des Weißen Hauses einsehen können. Aber wenn man mal davon ausgeht, dass theoretisch die Erkenntnistiefe bei 3,5 Kilometer lag, dann haben die ungefähr 3,3 Kilometer Erkenntnistiefe gewinnen können. Ein deutscher Geheimdienstkontrolleur kommt nicht weiter als 20 oder 30 Meter. Und was mich auch beeindruckt hat, ist, dass es den Autoren gelungen ist, diese sperrige Materie hervorragend und verständlich zu strukturieren und dabei auch die Lesbarkeit des Berichtes zu sichern. Und auch der Aufbau des Buches ist, wie ich finde, also wirklich sehr leserfreundlich, weil nach dem Vorwort folgen 20 Befunde und Schlussfolgerungen und die können dem eiligen Leser einen hervorragend thesenförmigen Überblick vermitteln und dann schließt sich dem eine detaillierte Gliederung an, die in chronologischer Reihenfolge den Ablauf der Geschehnisse in der Form einer Reportage darstellt und viele Details belegen nicht nur die unerbittliche Brutalität der Folterungen, sondern sie belegen die ganze Geschichte von Anfang bis Ende dieses Programmes. Und das Ganze liest sich wirklich wie ein politischer Krimi und ich bin sicher, dass dieser Report eines Tages auch verfilmt werden wird. Hier übertrifft die Wirklichkeit die Fantasie von Drehbuchautoren. Wer hat denn die CIA-Folter autorisiert? Ja, die ist letztlich von Bush autorisiert worden und von all den Führungskräften, also damaligen Verteidigungsminister Rumsfeld, Herr Cheney, Tenet, das ist der Chef der CIA gewesen. Also es mangelt hier nicht an Schuldigen oder Beschuldigten, wenn ich jetzt juristisch korrekt wäre, die auch Gegenstand von strafrechtlichen Ermittlungen sein müssten. Dieser Bericht liefert eben dafür eine, wie ich finde, hervorragende Grundlage und ich kann nur hoffen und fordere das auch, dass eben die notwendigen strafrechtlichen Konsequenzen gezogen werden, denn hier geht es auch um strafrechtlich relevante Tatsachen. Menschenrechtsverletzungen sollen Konsequenzen haben, das wird jetzt im Zusammenhang mit der Ukraine-Krise immer wieder betont. Und wir müssen es lernen, und das gehört zur Herrschaft des Rechts, wie die Kanzlerin ständig beschwört, dass die Herrschaft des Rechts nicht teilbar ist. Sie gilt nicht nur gegenüber den, in Anführungszeichen, bösen Russen, sondern sie gilt genauso. Und ich finde,
vor dem Hintergrund der eigenen Ansprüche erst recht für die in Anführungszeichen guten Amerikaner, US-Amerikaner. Es ist so, dass wir in Deutschland ein sogenanntes Völkerstrafgesetzbuch haben seit 2002 und dieses Völkerstrafgesetzbuch hat eine lange Geschichte und sie lebt von dem Gedanken, von dem völkerrechtlichen Gedanken, dass es bestimmte Arten von Verbrechen gibt, die man weltweit verfolgen muss durch alle Staaten, die sich diesem Rom-Statut angeschlossen haben. Und das heißt, dass es hier in Deutschland möglich ist, einen Ausländer dafür zu bestrafen, dass er einen anderen Ausländer im Ausland dann eben schweren Schaden zugefügt hat. Und diese vier Straftatbestände sind einmal Völkermord, Menschenrechtsverbrechen, Kriegsverbrechen und neuerdings auch das Verbrechen der Aggression. Und hier kommt ein Kriegsverbrechen in Frage. Die USA wehen sich in einem Krieg, in einem bewaffneten, nicht internationalen Konflikt. Und da gibt es extra einen Straftatbestand der Folter innerhalb eines solchen Konflikts an gegnerischen Kräften, der schwere Strafen stellt. Gelten die Terroristen vor dem Recht als Zivilisten? Darüber streiten Juristen. Nach meiner Auffassung ja, sie sind Zivilisten. Sie müssen nach den Regeln des Strafrechts verfolgt werden. Die USA sehen das anders. Sie haben eine besondere Rechtskonstruktion, die aus meiner Sicht juristisch Unfug ist. Aber ich sagte das ja schon im anderen Zusammenhang. In Demokratien ist es immer so, dass der Versuch unternommen werden muss, weil man ja Mehrheiten erzielen muss, Menschen von irgendetwas zu überzeugen. Früher die Fürsten, die konnten eine Anordnung treffen, die musste befolgt werden. Dafür gab es den Zwang und der Zwang der heutigen Zeit besteht in der Täuschung. Viele Kriege, ich denke nur an den Irakkrieg, aber andere Kriege auch, der Krieg gegen Vietnam, Vorfall im Golf von Tonkin, selbst die Enver-Depesche mit Bismarck, also der Krieg zwischen Deutschland und Frankreich, sind alles Gründe, die vorgeschoben worden sind, um eben in einer Demokratie die Menschen dazu zu bringen, das ist in Ordnung, dass wir diesen Krieg führen. Wir wollen zwar keinen Krieg, aber wenn es jetzt um diese besonderen Menschenrechte geht oder Menschenrechtsverletzungen oder um unsere Bürgerinnen und Bürger, die angegriffen worden sind, dann müssen wir uns wehren. Und vor diesem Hintergrund sehen die USA den Kampf gegen den Terror als Krieg gegen den Terror und sie verlieren dabei jedes Mal. Sie verletzen das Völkerrecht, sie verletzen gerade das, was eigentlich die Grundlage unseres Staates sein sollte oder unserer gemeinsamen westlichen Werte sein sollte, nämlich die Menschenrechte. Es ist ja nicht nur die Folter, mit der die USA ihren Krieg gegen den Terror führen, sondern ich erinnere an die Drohnenmorde. Das sind juristisch gesehen Morde, weil man Menschen vorsätzlich tötet mit gemeingefährlichen Mitteln. Das sind eben Raketen. Die Tötung ist im Regelfall auch grausam. Menschen verbrennen, Menschen verlieren ihre Glieder, werden von Schrapnell geschossen. Und sie forschen weltweit aus. Die NSA, Ausforschungsmaschinerie, ist nichts anderes als eine schwere Menschenrechtsverletzung, weil sie zu umfassenden Abhörmaßnahmen führt, die unsere Privatsphäre und damit eben das Grundrecht auf Privatsphäre verletzen. Also alles das sind schwere Menschenrechtsverletzungen in allen drei Bereichen. Und wir müssen uns darüber im Klaren sein, wenn wir von den Werten im Westen reden, dass diese Werte ständig hier mit Füßen getreten werden. Und das sind nicht meine Werte, sondern meine Werte sind die Werte des Rechts. Und das Recht ist eben unteilbar. Das ist ja gerade die Faszination des Rechts, dass es eben für alle gilt. Und nicht nur für die einen und für die anderen wird es eben nicht in Anspruch genommen. Und deswegen gilt es hier gerade für uns in Europa deutlich zu machen, dass wir weiter sind, auch ethisch weiter sind, als es die USA sind, indem wir eben auch diese Menschen, die dafür verantwortlich sind, hier auch in der Bundesrepublik, soweit das eben möglich ist, strafrechtlich zur Verantwortung ziehen. Ja, die strafrechtliche Verfolgung der Angelegenheit, sagen Sie, ist aber eine Angelegenheit der Politik, nicht so sehr der Justiz. Naja, also es ist natürlich erstmal eine Sache der Justiz, aber was ich meine und was ich kritisiere, ist, dass sowohl die Kanzlerin als auch der Justizminister Herr Maas den Eindruck erwecken, das sei allein Sache der Justiz. Das ist falsch. Also Frau Merkel hat, wenn sie das so behauptet, entweder das Grundgesetz nicht gelesen oder sie hat es gelesen und nicht verstanden oder sie hat es gelesen und verstanden, dann ist es wirklich eine bewusste Irreführung der Öffentlichkeit, wenn sie sagt, das sei Sache der Justiz, weil sie dadurch den Eindruck zu erwecken versucht, es gebe da
für die Einleitung und die Durchführung der Ermittlungen hin bis zur Anklageerhebung eine unabhängige Instanz, nämlich die Justiz. Das ist eben nicht mehr falsch. Die Justiz als solche genießt nach unserem Grundgesetz überhaupt keine Unabhängigkeit, sondern die Unabhängigkeit genießt nur in persona die Richterinnen und Richter. So heißt es im Grundgesetz in Artikel 97, die rechtsprechende Gewalt ist den Richtern anvertraut und sie sind eben unabhängig. Das steht in Artikel 92 und 97 unseres Grundgesetzes drin. Und für Staatsanwälte gibt es diese Vorschrift nicht. Das gilt nur für die Richterinnen und Richter. Bei Staatsanwälten ist es so, da muss man nur ins Gerichtsverfassungsgesetz gucken, da gibt es zwei Paragraphen, in denen ausdrücklich festgehalten ist, dass die Aufsicht und Leitung der Staatsanwaltschaften den Landesjustizministern bzw. beim Generalbundesanwalt dem Bundesjustizminister obliegt. Er, der Bundesjustizminister, und hier in diesem Fall, wenn es um Folterungen geht im Rahmen als Kriegsverbrechen, ist der Generalbundesanwalt nach dem Völkerstrafgesetzbuch zuständig und damit ist die zuständige Aufsichts- und Leitungsbehörde eben auch das Bundesjustizministerium. Und der Bundesjustizminister kann auch im Einzelfall Weisungen erteilen, das ergibt sich aus dem Gerichtsverfassungsgesetz, er kann also den Generalbundesanwalt anweisen zu ermitteln, er kann ihn auch anweisen einzustellen, natürlich nur im Rahmen des geltenden Rechts. Aber da gibt es eben Ermessensspielräume und diese Ermessensspielräume, die können eben politisch in die eine und andere Richtung ausgelegt und entschieden werden. Und hier fordere ich vom Bundesjustizminister ein, dass er dann, wenn die strafprozessualen und strafrechtlichen Voraussetzungen vorliegen, von diesen Ermessensvorschriften in dem Sinne Gebrauch macht, dass verfolgt wird und nicht eingestellt wird. Das ist ein ganz wichtiger Gesichtspunkt und der muss einfach auch Gegenstand der öffentlichen Diskussion werden. Ich sehe zurzeit, dass das praktisch nur marginal geschieht. Und alle, die dies hören, sollten sich das vor Augen führen, sollten ihre Abgeordneten fragen oder in sonstiger Weise den Versuch unternehmen, dies in die öffentliche Diskussion im Freundeskreis und so zu tragen, die politische Verantwortung, wenn das Verfahren eingestellt wird und es nicht eindeutig juristische Gründe sind, weil man eine Straftat nicht nachweisen kann, sondern wenn es auf diese eine Ermessensvorschrift unserer Strafprozessordnung gestützt wird, dass das ein politischer Akt ist und dann muss man die betreffenden Politiker, Frau Merkel, Herrn Maas, dann fragen, wie ist es denn mit der Herrschaft des Rechts? Das ist nicht die Herrschaft des Rechts, wenn man das eben dem einen gegenüber anwendet und dem anderen gegenüber nicht. Was die CIA-Folterpraxis angeht, stellt sich ja auch die Frage, was ist überhaupt der Informationswert der Geständnisse? Also es gibt, wenn man sich damit ernsthafter, auch historisch auseinandersetzt, eine Erkenntnis, solange es Folter gibt, die Folter ist völlig ungeeignet, wirklich wahrheitsgetreue Aussagen zu erpressen. Also ich erinnere nur an die Hexenverfolgung, ich erinnere daran, dass man früher, ich habe gerade eben im Freitag einen Bericht gelesen, dass man Palästina, die Israelis, 12-, 13-jährigen jungen Geständnisse auch abpressen, also mit Schlägen und anderen erniedrigenden Maßnahmen. Und dann will man frei von Schmerzen sein. Wenn man frei von Schmerzen sein will, dann ist es eben so, dann sagt man das, was derjenige, der eine Aussage wünscht, auch bekommen soll oder will oder was man vermutet, dass er es will. Und deswegen ist das zur Wahrheit, finde ich, völlig ungeeignet. Und das belegt auch gerade dieser Folterbericht. Also der Folterbericht des Geheimdienstausschusses belegt, dass man nach außen hin immer den Eindruck erweckt hat, das bringt was, wir können dadurch Menschenleben retten. Und die haben das jetzt genau untersucht und es ist kein einziger Fall belegt, wo Aussagen, die man über Folter erpresst hat, dazu beigetragen haben, Anschläge zu verhindern oder Menschenleben zu schützen. Und deswegen hat die Folter ja auch früher immer auch neben dem Versuch, also Aussagen zu erpressen, auch immer eigentlich primär die Funktion gehabt, zu bestrafen. War immer auch eine Vergeltungsmaßnahme, eine Abschreckungsmaßnahme. Also der Sinn der Folter lag im Wesentlichen darin, den vermeintlichen oder tatsächlichen Gegner eben auch durch solche Strafmaßnahmen eben abzuschrecken. Und allen Beteiligten war klar, also ich erinnere einen römischen Rechtsgelehrten, der schon im 3. Jahrhundert gesagt hat, also die Folter bringt unter dem Gesichtspunkt, eine wahrheitsgemäße Aussage zu bekommen, nicht das Geringste. Und das zieht sich durch die gesamte Foltergeschichte und deswegen war es bis zum 11. September auch so,
dass die CIA in ihren Handbüchern und so festgelegt hatte, dass also Folter eine ungeeignete Verhörmaßnahme ist und dass andere Maßnahmen, also ganz normale kriminalistische Arbeit, viel erfolgreicher ist, Erkenntnisse zu gewinnen, auch kooperatives Verhalten, als diese grausame Erniedrigung von Menschen, die eben, wie gesagt, völkerrechtswidrig ist, die auch in den USA eigentlich gegen die Verfassung verstößt und dennoch hat man es gemacht. Ja, jetzt ist es so, dass nachweislich Teilgeständnisse in den 9-11-Kommissionsbericht eingeflossen sind. Und die Kommissionsmitglieder, soweit ich weiß, wussten das aber ja überhaupt nicht, dass das auch Foltergeständnisse, also dass das Foltergeständnisse sind, sondern einfach, die dachten, das sind eben Auskünfte, die im Verhör stattgefunden haben. Wie ist das jetzt mit der Gerichtsbarkeit? Wie gerichtsfest ist das? Oder sagen wir mal so, ich bin ein Staatsanwalt und ich komme mit Foltergeständnissen zu Ihnen als Richter. Was passiert dann? Ja, dann ist das sicherlich nicht verwertbar. Also wenn ich das nach deutschem Recht sehe, wir haben eine Vorschrift in der Strafprozessordnung, die die Verwertbarkeit solcher angeblichen Erkenntnisse verbietet, und zwar strikt verbietet. Dazu zählen nicht nur Foltermaßnahmen, sondern auch das, was Sie in vielen Krimis immer wieder beobachten können, dass der Kommissar dann einem der Beschuldigten sagt, also ihr anderer Freund hat schon die Tat gestanden, das wäre eine Täuschung, auch eine solche Täuschung führt, wenn sie dann zu einem Geständnis führt, das vielleicht dann auch tatsächlich der Wahrheit entspricht, ist nicht verwertbar. Auf körperliche Überbeanspruchung, dass man jemanden 24 Stunden verhört, also auch die Aussagen, die sich dann daran knüpfen von den Beschuldigten, sind rechtlich nicht verwertbar. Also es gibt da ein striktes Verwertungsverbot. Und das ist auch ein Gesichtspunkt, der eigentlich auch international anerkannt ist. Man kann eigentlich Folter verbieten und Folter untersagen, wenn es keinen Grund gibt, der es überhaupt ermöglichen würde, Folter anzuwenden. Also im Deutschen Bundestag ist ja nach der Veröffentlichung des Berichts darüber debattiert worden am 17. Dezember 2014 und da haben das eigentlich alle betont, es gibt vielleicht Gründe für Folter, aber keine Rechtfertigung, keine rechtliche Rechtfertigung. Und in der Antifolterkonvention gibt es eine Bestimmung, ich trage das mal so vor, wie das dort formuliert ist, außergewöhnliche Umstände, gleich welcher Art, sei es Krieg oder Kriegsgefahr, innenpolitische Instabilität oder ein sonstiger öffentlicher Notstand, dürfen nicht als Rechtsgrund für Folter geltend gemacht werden. Also da kommt dieses absolute Folterverbot zum Ausdruck. Und man kann bestimmte Grundwerte unserer Wertegemeinschaft, wenn es denn wirklich unsere Wertegemeinschaft ist, nur schützen. Man kann sie wirklich nur schützen, wenn es keine Ausnahme gibt. Und deswegen hatten wir auch hier in Deutschland den Fall Daschner, wo bei einer Entführung eines Jungen und der stellvertretende Polizeipräsident in Frankfurt veranlasst hat, dass eben dem Beschuldigten erklärt wird, also man würde ihm unsagbare Schmerzen zufügen, wenn er nicht den Aufenthaltsort des Kindes verraten würde. Deswegen ist er auch bestraft worden. Mit einer juristisch gesehen symbolischen Strafe. Aber er ist bestraft worden, er ist nicht freigesprochen worden. Das war sicherlich ein Sachverhalt, den jeder von uns irgendwie nachvollziehen kann. Aber man kann dieses Folterverbot wirklich als Grundwert nur aufrechterhalten, wenn man keine Ausnahmen zulässt. Weil Gründe kann man in irgendeiner Weise immer finden, in der Hoffnung, dass man irgendetwas Schlimmeres verhindern könnte. Und damit ist Tor und Tür geöffnet, diese unmenschlichen Maßnahmen zu ergreifen. Um das nochmal ganz deutlich zu sagen, daran liegt auch der besondere Wert, jetzt der ethische Wert dieses Berichtes. Das schreibt die Frau Feinstein, das ist die Vorsitzende des US-Geheimdienstausschusses, dass dieser Bericht uns eine Lehre und Warnung sein soll. Und was ist die Lehre und Warnung? Im Rechtsstaat heiligt der Zweck nicht die Mittel. Dieser Grundsatz, der gilt im Bereich des Terrors oder im Reich des Terrors, nicht aber im Reich des Rechtsstaats. Der Rechtsstaat bekämpft nicht Terror mit Terror. Und die Anwendung von Folter ist nach nationalem, internationalem Recht eine Menschenrechtsverletzung, die im Rechtsstaat nicht zu suchen hat. Für sie gibt es, ich sagte das, keine Rechtfertigung. Und der Rechtsstaat lässt sich nur mit den Mitteln des Rechtsstaats aufrechterhalten, wenn er weiterhin Bestand haben soll. So, und jetzt, Freunde des Jungle Drum Radio, hören wir erst einmal einen Musiktitel und danach unterhalten wir uns weiter. In der still andauernden Nacht auf dem einsamen Gipfel des Berges beim Blick zum Himmel, überwältigt von der Leere zwischen den Punkten aus vergangenem Glanze und ebenso für immer verglühtem Licht,
sinne ich auf die Eiseskälte, welche zwischen den Sternen in dem weiten dunklen Raume ist. Es leuchten die Punkte und künden vom Ende der Zeit und davon, dass nicht so beständig wie die Vergänglichkeit. Vergänglichkeit. Sind wir wieder zurück mit der nächsten Frage und die ergibt sich aus Folgendem. Mit ihrer Mehrheit im Deutschen Bundestag überstimmte die Große Koalition das Votum der Opposition für einen Antrag, der im Namen des Bundestages zuständigen Stellen in den USA ersucht hätte, ihm den Bericht des Geheimdienstausschusses des Senats über das Inhaftierungs- und Verhörprogramm der CIA vollständig und ungeschwärzt zu übermitteln. Was ist davon zu halten? Ja, das ist empörend, das ist skandalös. Also man muss sich vor Augen führen, innerhalb eines Monats, wie sich dort die Rhetorik verändert hat. Also wenn man die Bundestagsdebatte vom 17. Dezember 2014 liest, wo also alle Fraktionen so mit einigen sagen wir mal, Besonderheiten, aber im Kern gesagt hat, Folter geht gar nicht und das muss man auch den US-Amerikanern sagen und für Folter gibt es eben keine Rechtfertigung, dann wäre dies eigentlich vor dem Hintergrund dieser Rhetorik der logische Schritt gewesen, der politisch logische Schritt, also dass der Deutsche Bundestag eben den Kongress auffordert, den ungeschwärzten und auch vollständigen Bericht zu überliefern, damit auch insbesondere der Generalbundesanwalt tätig werden kann. Dazu muss man wissen, dass der Bericht, den wir jetzt hier in Deutschland veröffentlicht haben, das ist nur ein Extrakt des eigentlichen Berichts. Der eigentliche Bericht umfasst 6.700 Seiten. Das, was jetzt veröffentlicht worden ist, liegt ungefähr bei 600 Seiten. Und da sind natürlich
auch Schwärzungen drin, das heißt Namen sind da nicht enthalten. Also mit Hilfe des ungeschwärzten Berichtes könnte man in vielfältiger Weise deutlich mehr Informationen bekommen, insbesondere auch Informationen über mögliche Beteiligung deutscher Sicherheitsbehörden an den Foltermaßnahmen der Vereinigten Staaten. Ich erinnere an den BND-Untersuchungsausschuss, wo das ja auch schon unser Thema war. In dem gekürzten Bericht, der jetzt veröffentlicht worden ist, wird ja auch der deutsche Al-Masri erwähnt. Also dort gibt es also schon Anhaltspunkte, dass auch solche Details, also auch auf personenbezogene Details vorliegen. Deswegen wäre da ein doppeltes Interesse wichtig. Das eine Interesse ist darauf ausgerichtet, wir wollen die Namen der möglichen Beschuldigten wissen. Einige wissen wir, andere eben nicht. Und wir wollen auch wissen, was haben die deutschen Behörden gemacht. Und wenn jetzt der Bundeskanzler es ablehnt, also etwas, was auch das britische Parlament bereits gemacht hat, dass die als Parlament diese Aufforderung an den US-Kongress gestellt haben, das hat natürlich einen hohen politischen Stellenwert. Und das wird offensichtlich als politischer Affront dann gegenüber den Vereinigten Staaten gewertet. Und das will man nicht. Das ist dieser alte Unterwerfungsgestus, von dem wir uns endlich freimachen wollen. Wir sind völkerrechtlich souverän, aber politisch noch längst nicht. Sondern wir sehen uns immer noch mehr oder weniger in dieser Situation von Heloten der Vereinigten Staaten. Das muss endgültig beendet werden. Und deswegen ist dieses Signal, das davon ausgeht, eben ein schlechtes Signal. Es zeigt, dass wir immer noch nicht politisch souverän sind und den Vereinigten Staaten nicht in der Lage sind zu sagen, jetzt ist Schluss und jetzt hat das ernsthafte Konsequenzen. Und ernsthafte Konsequenzen heißt, gibt uns den ungeschwärzten, vollständigen Bericht, damit wir damit also auch insbesondere strafrechtlich, aber auch politisch hier reinen Tisch machen können. Apropos Konsequenzen, welche müsste denn der Bericht haben, so es um die USA selber geht? Naja, also es geht natürlich darum, auch den Vereinigten Staaten klarzumachen, dass das alte Europa, wie es einige US-Politiker abschätzig sagen, eben wirklich auch an den alten Werten, auch ich sage das jetzt mal der Französischen Revolution, festhält, dass Menschenrechte unteilbar sind und dass sie verfolgt werden und dass die USA keinen Sonderstatus haben, sondern dass die Herrschaft des Rechts eben genau diesen Sonderstatus auch den USA, selbst wenn sie die wirtschaftlich und militärisch mächtigste Macht der Welt sind, in Grenzen gebietet. Das ist der Sinn des Rechts, in Grenzen zu ziehen und alle gleich zu behandeln. Und das müssen wir deutlich machen. Das sind wir eigentlich unseren europäischen Werten und hier insbesondere den Werten unseres Grundgesetzes schuldig. Und das wird zurzeit in grober Weise einfach unter den Teppich gekehrt. Und das ist nicht hinnehmbar. Weiter im Sinne von Konsequenzen, was könnte der Generalbundesanwalt hierzulande tun? Ja gut, also man könnte die Frage stellen, ist das denkbar, dass die deutsche Justiz Haftbefehle gegen CIA-Agenten ausstellt oder sogar eben gegen hochrangige Mitglieder der Bush-Administration, einschließlich Herrn Bush persönlich? Und da kann ich nur sagen, das ist nicht nur denkbar, sondern aus meiner Sicht erforderlich, wenn ein Ermittlungsverfahren genügend Tatsachen hervorbringt, die die Voraussetzungen für den Erlass eines Haftbefehls erfüllen. Immerhin hat das Amtsgericht München 2007 schon Haftbefehle gegen 13 namentlich bekannte CIA-Agenten erlassen, die den deutschen Libanesen, den Khaled al-Masri, nach Afghanistan verschleppt hatten. Und in Italien hat ein Gericht sogar 22 CIA-Mitarbeiter in Abwesenheit zu je 5 Jahren Haft wegen Entführung verurteilt. Der Mailänder CIA-Chef erhielt sogar 8 Jahre Haft. Also es ist zwar unwahrscheinlich, dass solche Haftbefehle in den USA vollstreckt werden würden, dennoch würden sie ein wichtiges politisches Signal senden. Für die betroffenen Personen wären dann Auslandsreisen mit einem unkalkulierbaren Inhaftierungsrisiko verbunden. Insbesondere hohe Repräsentanten der USA könnten so eine völlig neue Sichtweise auf das alte Europa gewinnen, wenn sie von der VIP-Limousine in den Gefangenentransporter umsteigen müssen. Zeigt sich im Zusammenhang mit dem CIA-Folterbericht auch einmal mehr die Wichtigkeit von Whistleblowern? Ja, also das kommt in diesem Bericht sehr gut zum Ausdruck. Also diese Geheimgefängnisse, die ja in unterschiedlichen Ländern, darunter auch europäischen Ländern bestanden haben, also auch Ländern der EU, also ich denke mal an die Grundrechtecharta und unsere Wertegemeinschaft, nicht, die also den Amerikanern teilweise gegen Geld, also auf ihrem Hoheitsgebiet in Geheimgefängnisse, in denen gefoltert wurde, zur Verfügung gestellt haben. Also hier in diesem Bereich
muss es so sein, dass wir eben diese Konsequenzen nur deswegen ziehen konnten. Und das wird sehr deutlich in diesem Bericht, weil es Whistleblower gegeben hat, weil es Widerstand auch innerhalb der CIA gegeben hat, weil das dann in die Presse gekommen ist, sodass in diesen Ländern Widerstand entstanden ist und die Menschen gefragt haben, auch in den Parlamenten, was geschieht da, was macht ihr eigentlich, was habt ihr mit den Amerikanern für Geheimabkommen geschlossen? Also auch das ist eine Ermutigung, erstmal für Whistleblower, das ist eine Ermutigung für die Bedeutung der Presse in demokratischen Staaten, weil sie eben dann also den Mantel des Schweigens beseitigen kann und dann solche Dinge in die Öffentlichkeit trägt und damit öffentlichen Widerstand mobilisiert. Deswegen sind Whistleblower ganz, ganz wichtig. Also wir müssen sie auch gesetzlich schützen. Im Bundestag gibt es dazu auch entsprechende Bestrebungen, aber die Regierungsparteien sabotieren das bislang, weil Whistleblower wirklich zur rechtsstaatlichen Hygiene beitragen, weil sie eben Informationen bringen, die ansonsten nicht das Licht der Öffentlichkeit, auch nicht das Licht der Strafverfolgungsbehörden erblicken würden. Und auch das ist eine Lehre dieses Berichts. Whistleblowing und Presse sind wesentliche Bestandteile, um eben Ungerechtigkeiten und auch Verbrechen aufzudecken und damit präventiv und repressiv zu wirken. Die allerletzte Frage, die ich hätte. In Ihrem Vorwort schreiben Sie hinsichtlich der USA, eine deutliche Mehrheit der US-Amerikaner billigt die Foltermaßnahmen und diskutiert nicht über deren Zulässigkeit bzw. Unzulässigkeit, sondern allenfalls über deren Nützlichkeit. Das klingt, als ob nicht zu erwarten stünde, dass sich irgendetwas Richtung öffentlicher Druck ergeben dürfte. Das stimmt. Also man muss einfach feststellen, dass in den Vereinigten Staaten so die Rechtskultur sich noch auf einem relativ bescheidenen Niveau also befindet. Also dieser Krieg, den die USA gegen den Terror führen, der ist archaisch, der ist brutal, der ist entsetzlich, der wird durch keine Rechtsnormen eingehegt. Die USA und die Juristen in den Vereinigten Staaten haben so besondere Rechtskonstruktionen erfunden, um dann eben den Eindruck zu erwecken, dass sie doch nicht das geltende, auch internationale Recht brechen. Das ist das sogenannte Teilstrafrecht, das ist eben Terroristen sind eben praktisch keine Menschen und sie verdienen deswegen auch nicht den rechtsstaatlichen Schutz, der ansonsten zur Verfügung gestellt wird. Die Rechtsfigur des illegalen Kombattanten ist von dem gleichen Geist heimgesucht, der hat aber mit Rechtsstaat, der hat mit Menschenrechten nichts zu tun. Ein Mensch bleibt ein Mensch, ob er ein Verbrecher ist, ob er ein Terrorist ist, er bleibt ein Mensch und hat auf bestimmte Standards einfach einen Anspruch. Das ist das Erbe, ich sag mal, der Aufklärung, dass wir hier in Europa, sagen wir mal, zur Grundlage unserer Werte und unseres Zusammenlebens gemacht haben. Und diese Werte, die müssen wir verteidigen, die müssen wir auch verteidigen gegenüber den Vereinigten Staaten von Amerika. Herr Neskowitsch, ich danke Ihnen für dieses Gespräch. Ich danke Ihnen auch für die Frage. Ja, Freunde des Jungle Drum Radio, das war das Interview mit Herrn Neskowitsch, der der Herausgeber ist des im Westend Verlag erschienenen CIA Folter Reports und den sollte man sich besorgen und lesen. Bis zum nächsten Mal, macht's gut, Glück auf.